Hans-Günther Winkler ist eine Reitsportlegende. Wir trafen ihn zum Interview in der Aachener Söhrs. Er verbindet viel mit diesem Gelände. Mein ganzes reiterliches Leben. Das war sehr lange. Und er geht bis zum heutigen Tage. Er ist das größte und entscheidendste reiterliche Veranstaltung in der Welt. Nicht nur für diese Region, sondern für den Weltreitersport. Hans-Günther Winkler ist der weltweit erfolgreichste Springreiter aller Zeiten bei den Olympischen Spielen. Besonders gerne erinnert er sich aber an seine Turniere in Aachen, zum Beispiel an seine zweite Weltmeisterschaft. Ja, ich war Weltmeister in Madrid geworden und war denn, aber Madrid war weit, waren nicht alle da wegen der Hitze und den großen Strapazen. Hier hat sich die ganze Reiterwelt versammelt. Das war mein erstes Zusammentreffen mit der gesamten Elite. Und das war eben ein Treffen auch mit dem damals dem mir erfolgreichsten Springreiter der Welt, Raimondo Liceo, was ich also gewonnen habe. Mehr von Hans-Günther Winkler und der Aachener Söhrs im Magazin 21 von uns.